Sie überlegen, eine psychologische Beratung online in Anspruch zu nehmen, sind sich aber nicht so sicher, wie das eigentlich wirklich abläuft und was Sie da so erwartet, gerade in so einem Erstgespräch? Also, wenn Sie die Beratung per Video wählen, dann werden Sie mich ganz ähnlich sehen, wie Sie mich jetzt hier sehen. Ich nehme das hier gerade mit meinem Laptop auf und sitze auch dort, wo ich zurzeit hier von Australien aus meine Beratungen durchführe. Das heißt, Sie werden mich so ähnlich erleben wie jetzt hier in diesem Video. Und wenn Sie Ihr Video anschalten und das zulassen, dann werde ich Sie natürlich auch sehen. Zu Beginn des Erstgespräches werde ich Ihnen nochmal ein paar allgemeine Informationen geben zum Ablauf, zum Datenschutz und allgemeine Fragen beantworten, die Sie möglicherweise haben. Der Hauptinhalt des Erstgespräches ist natürlich, dass Sie mir Ihr Problem schildern. Ihre Situation, Ihr Problem, Ihr Anliegen. Ich werde immer wieder nachfragen, zwischendurch nachhaken, wenn mir etwas unklar ist. Und typische Fragen, die ich so im Verlauf eines Erstgespräches stelle, ist, wie lange Sie Ihr Problem schon haben, sich um diese Situation herumschlagen und was Sie bisher schon versucht haben, um daran etwas zu ändern. Was Sie selber versucht haben, welche Hilfe Sie möglicherweise auch schon in Anspruch genommen haben und dann natürlich, was Sie von der Beratung erwarten, was Ihre Ziele sind. Gemeinsam können wir dann einen ersten Fahrplan für eine Beratung erstellen, prüfen, inwiefern eine Beratung bei mir das Passende ist, um in Ihrer Situation weiterzukommen und wie das konkret aussehen könnte. Typischerweise empfehle ich für ein Erstgespräch 90 Minuten, denn erfahrungsgemäß haben Sie mir einiges zu erzählen, denn Sie schlagen sich ja wahrscheinlich nicht erst seit gestern mit Ihrem Problem herum und es ist gut, wenn Sie mir das in Ruhe und ausführlich erklären können und ich genug Zeit habe, nachzufragen. Abweichungen davon sind natürlich individuell möglich und vereinbar. Die können wir dann per E-Mail im Vorfeld klären. Ja, so viel zum allgemeinen Ablauf eines Erstgespräches der Videoberatung. Falls Sie weitere Fragen haben oder interessiert sind an einer Beratung oder einem Erstgespräch, dann melden Sie sich doch einfach bei mir. Ich freue mich auf Sie.